Herzlich willkommen, Krypto-Freunde, Investoren, Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag gehabt. Die Frage ist halt jetzt nur, wie stark die XRP steigen wird. Und das ist die Frage aller Fragen halt, ne? Und letztendlich wird der Preis in den Exchanges gebildet. Und da Richtig. machen halt viele den Fehler, dass sie nach dem Supply gehen. Oh, es gibt 100 Milliarden Genau. XRP. Wo soll der schwachsinnige, dieser schwachsinnige Market Cap? Ich weiß nicht, wieso sich so viele daran aufhängen. Die Berechnungsweise macht einfach keinen Sinn. Macht keinen Sinn im Kryptomarkt. Und viele denken, das ist wirklich die Liquidität, die da drin steckt. Aber der XRP-Preis und alle anderen Coin-Preise, die werden gebildet anhand des Angebotes in den Exchanges. Es können 100 Milliarden XRPs geben. Aber wenn in den Exchanges nur ein Angebot von 1 Milliarde gerade gehandelt wird, dann wird der Preis anhand dieser 1 Milliarde gewichtet und nicht anhand der 900 oder 99 Milliarden, die es noch irgendwo gibt im Umlauf. Klar besteht die Gefahr dann, dass das irgendwann in die Exchanges reinkommt. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck des XRPs. Es soll ja als Liquidität dienen, damit nicht das passiert, was jetzt gerade im Bankensektor passiert. Genau. Es wird Liquidity Pools geben und das ist Sinn und Zweck des XRPs. Aber der Mensch, der geht jetzt mit der Sache rein, aber wir sind doch Investoren, wir kaufen doch XRP. Dafür wurde es nicht gemacht, dass wir Retailer das kaufen und darauf spekulieren. Es wurde gemacht, um einen riesen Liquiditätspool zu schaffen, wo Banken halt auch keine Nostro-Vostro-Konten mehr brauchen. Man Oh, braucht da warte keinen. ich drauf. Ja, Ja. die arbeiten daran, es kommt ja auch schon. Und wenn man sich das anguckt, wie systematisch Ripple in den vergangenen Jahren immer wieder ihre Produkte angepasst hat, immer nach dem, was der Bankensektor von ihnen möchte, dann versteht man, dass sie mit riesen Giganten agieren, dass sie mit Zentralbanken die ganze Zeit arbeiten. Die haben am Anfang drei Produkte ja gehabt: X-Rapid und ihr wisst ja, X-Spring und was war das andere? Alles weg, On-Demand Liquidity erstmal. Die haben verstanden, haben mit Banken geredet, es geht um Liquidität. Das haben sie umgeändert. Was haben sie dann gemacht? Liquidity Hub. All das führt in Richtung Liquidität. Nostro-Vostro-Konten sollen weg. Warum soll Kapital unnötig irgendwo liegen bleiben, um als Bestätigung zu dienen? Ja, guck mal, diese Bank hat das Geld da liegen. Jetzt führen wir einen Ich komme Transfer. mal, ich komm da gleich wieder. Sorry. Junge. Genau. Wenn man sich das wirklich anguckt, wie der Verlauf ist und wie sie ihre Produkte und ihre Strategie immer mehr nach dem Finanz- und Banksektor anpassen. Ich weiß es nicht. Also das sind halt Sachen, da muss man halt so ein bisschen über den Tellerrand hinweg gucken und zwischen den Zeilen lesen. Aber das sind so wirklich wichtige, wichtige Punkte. Und ich glaube, viele, viele geben dem eine zu kleine Wertung. In jeder unserer Videobeschreibungen unten findet ihr einen Link zu Bitvavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 € und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.